Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Ja, wir sind unterwegs, den verlorenen Scout abzuliefern. Da haben wir ja, den habe ich gerade aufgeladen in der letzten Folge. Den transportieren wir so und nicht schleppend. Ich glaube, so ist es besser. Und wie ihr seht, kann man den noch richtig verladen. Der hat die Keile unten drunter, dass der auch da bleibt, wo er bleiben soll. Und so sollten wir deutlich besser zum Ziel kommen. Da hinten müssen wir hin. Insgesamt läuft das richtig gut. Muss ich hier abbiegen? Ich glaube, einen weiter noch, ne? Aber wir gucken mal. Ne, hier muss ich abbiegen. Tatsächlich. Gut, dass wir geguckt haben. Sonst wäre ich jetzt falsch gefahren. Ich dachte, das wäre an dem Holzladeplatz, aber war es ja gar nicht. So, geht wieder weiter. Irgendwie war gerade alles weg. Irgendwie habe ich manchmal ein Problem mit den USB-Anschlüssen hier am PC. Ich weiß nicht warum, es war gerade alles weg, ist aber jetzt alles wieder automatisch wieder gekommen. Und nachher mal im Event-Log gucken, was das war. Ob man da was sieht. Ja, wie gesagt, wir sind unterwegs, da den Scout abzuliefern. Und hoffentlich kommen wir da auch heile an. Immer ein bisschen mit Vorsicht. Aber war gut, dass wir das nicht zwischendrin mal gemacht haben. Ich hatte schon vermutet, dass wir den nicht einfach nur rausziehen müssen, sondern tatsächlich auch irgendwo abliefern. Das war jetzt der bessere Weg. Also nochmal einen Sattelschlepper oder Sattelauflieger. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gefunden, ne? Können wir gerade mal hinfahren. Sobald wir den Scout abgeliefert haben. Oder haben wir den schon entdeckt? So. Sehr gut. So, Help for my friends. Ich muss gerade gucken, ob wir den Auflieger... Den haben wir schon, ja, okay. Help for my friends, das war auch... Gerade gucken, wie ist die... So war die ursprüngliche Richtung. Das war hier, genau. Da müssen wir die Runde fahren. Da würde ich dann aber... Da ist ein Tankanhänger. Ich glaube, dann fahren wir kurz dahin. Und dann können wir hier die Runde machen. Ist kürzer, als wenn wir jetzt den Weg zurückfahren, dahin. Dann fahren wir hier geradeaus weiter, fahren hier zu dem Tankanhänger. Tanken kurz und dann können wir hier zurück. Und da ist auch noch irgendein Portal, würde ich sagen, ne? Da müssen wir lang.
Einmal kurz geschwind tanken. Wenn ich das richtig sehe, brauchen wir danach nur die Stationen abfahren. Ja, zur Tankstelle, also zu dem Tankwagen schaffen wir das auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch halb voll. Und dann kommen wir da auf jeden Fall. Die sind gut verteilt, die Tankwagen, das muss man schon sagen. Die sind echt gut verteilt. Na? Da sehe ich ihn schon, den Tankanhänger. Der steht da auch ganz gut. Den brauchen wir nicht wegstellen. Der ist da sehr gut aufgehoben. So, das haben wir auch durch. Da müssen wir mit Sicherheit auch noch mal irgendwas abliefern, ne? Aber jetzt tanken wir erstmal. So, nachtanken bitte. Und weiter geht's. Oh, Handbremse. Handbremse. Kämpfen wir uns nochmal durch. Haben eine schöne, also haben mittlere Windenreichweite, das ist schon mal ganz gut. Das ist länger als die Standard. Das hilft schon mal ein bisschen. Wir haben nicht die ganz lange, aber Mitte ist auch schon mal okay. Da kommen wir schon mal ein ganzes Stück weiter mit. Wenn wir das jetzt noch als autonome Winde hätten, aber ich glaube, das gibt es für die LKWs gar nicht, ne? Ich habe es gerade nicht richtig in Erinnerung, ob es für die LKWs eine autonome Winde gibt. Habe jetzt hier auch keine Werkstatt, wo ich das nachgucken könnte. Von daher... muss ich mich da gedulden, bis ich da mal wieder irgendwo bin, wo eine Werkstatt ist. So, jetzt sind wir gleich bei den Punkten. Die Strecke selber sind wir, glaube ich, sogar schon mal gefahren. Nur hatten wir da die Quest noch nicht. Von dem her ist das auf jeden Fall gut machbar.
müssen wir dann abbiegen? Ach, da vorne erst. So. Da haben wir ja noch ein bisschen zu fahren. Ich dachte, das wäre näher. Ups. Da müssen wir lang, ne? Ja. Da müssen wir lang. Also da ist links. Ihr seht ja nicht, wo ich hingeguckt habe, als ich da gesagt habe. Links war's. Autsch. Brauche unbedingt bald mal einen Reparaturanhänger. Den könnten wir uns bei dem Anhängershop holen. Ah, das ist noch eine Idee. Den kann ich mir da ja holen. Das nötige Kleingeld müsste ich eigentlich haben. So. Es ist ein schmaler Weg, aber wir sind den, glaube ich, schon mal... Ich meine, wir wären den schon mal gefahren. Oder auch nicht. Komm. Ach, wir hängen da auf dem Felsen. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Den hatte ich gar nicht, haben mich schon gewundert, so steil ist das doch gar nicht. So steil sah das doch gar nicht aus. Ich kann ja immer die Reihenfolge einhalten müssen. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Aber wir machen es einfach mal oder versuchen es einfach mal. Wir haben natürlich mal wieder nicht den günstigsten Wagen dabei für die Strecke hier. Um nicht zu sagen, wahrscheinlich einen der ungünstigsten. Wahrscheinlich wäre der Enk nochmal deutlich besser, weil der ist ja kürzer. Aber... geht. Folgen einfach unauffällig hier dem Weg. Schön langsam. Ich meine, die lagen alle auf dem Weg, die Punkte. Den bin ich aber auch noch nicht gefahren, glaube ich. Immer ein bisschen Schiss, wenn dann so die Felsen hier kommen, dass dann so eine ganz extrem enge Stelle kommt, wo ich mit dem LKW nicht durchkomme. Ups.
Ups, sage ich dann nur. So, Punkt 3. Was für eine Hilfe ist das eigentlich, dass wir hier die Punkte abfahren? Den Sinn der Hilfe habe ich noch nicht ganz verstanden. Ehrlich gesagt. Ups. Ah, es bremse ja rückwärts. Zum Glück hat es uns nicht den Abhaken runter. Kullert. Ja, ich fahre ja lieber jetzt im langsamen Gang lang, weil dann habe ich die Bremse auch als Bremse. Und er schießt nicht auf einmal wieder rückwärts. Ich bin hier doch noch richtig, oder? Oh ne, ich hätte da abbiegen müssen. Hab ich gar nicht gesehen. Da müssen wir hier drehen und dann hier entlang. Ein bisschen noch. So. Den Abzweig habe ich verpasst. Gerade schon bewundert. Warum sind die alle hinter uns? Da geht der Weg lang. Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben tatsächlich auf die Seite gelegt. Okay. Ja, dann brauchen wir den Enk. Da kommen wir jetzt dann nicht mehr drum rum. Ich habe nämlich kein einziges Fahrzeug hier. Nicht eines. Nach Drummond kommen wir auch. Das ist so ein Vierer-Ding. Ah. Dann ist das eine Portal, was wir gesehen haben, das geht dann wahrscheinlich hier nach Dings. Okay. So, hier haben wir irgendwo den Enk stehen, da hinten. Nehme ich den Service-Anhänger direkt mit? Ne, mache ich nicht. Das machen wir nicht. Sondern, muss jetzt gerade mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Da müssen wir lang. Okay.
Genau, hier haben wir den anderen Truck wieder aufgerichtet, weil wir den hier auch auf die Seite gelegt hatten. Ich erinnere mich. Ja, das war jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen, wo wir jetzt gerade waren. Da habe ich die Schräge unterschätzt. Komplett. Ups. Ups, sage ich dann nur. Zum Glück haben wir hier einen sehr hohen Ansaugstutzen. Dass wir da vom Wasser her keine Probleme kriegen. Na? Du schaffst es. Gut, dass wir den Anhänger nicht mitgenommen haben. Dann haben wir jetzt die Mission rettet. Den LKW. Weiß gerade gar nicht, wie er hieß. International irgendwas? Kann das sein? So. Nach Island Lake. So, wir müssen hier hinten hin. Kommen wir denn da am besten durch? Hier über das, über die Wege. Das ist der günstigste Weg. Das machen wir bei der nächsten Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.